Ich stelle hier gleich mehrere Schalen vor, die wir für die Klangmassage oder Klangtherapie nutzen. Wir haben einmal hier die sogenannte Herzschale, die hat einen schönen Glockenklang. Ich schlage sie mal an. Die ist gut geeignet für den oberen Bereich, also Herzbereich, Brustbereich und genauso natürlich für den oberen Rücken. Diese Schale ist sehr rein, das heißt die Obertöne, die sie beinhaltet, die schwingen alle harmonisch zusammen. Ja? Wenn sie disharmonisch zusammen schwingen, wer das vom Klang her nicht hört, dann merkt es an der Länge des Klangs. Wenn die Schale lang nachklingt, wie diese hier, dann passen auch die Obertöne alle zusammen, dann bremst nicht der eine Ton den anderen. Das ist hier, wir haben einen Basiston, einen tiefen Ton, ja, der langsam schwingt, dann haben wir Obertöne, die schneller schwingen. Und normalerweise ist das immer im harmonischen Abstand. Und dann klingt die Schale sehr lang und dann hat es auch eine sehr schöne therapeutische Wirkung. Und das ist hier der Fall. Hier haben wir eine Tieftöne-Schale, sogenannte Beckenschale. Auch da sind die Töne sehr rein, also die Obertöne schwingen harmonisch zusammen. Das ist eine Tieftöne-Schale, die für den unteren Bereich gut geeignet ist, also Becken-Bauchbereich. Und natürlich unterer Rücken kann natürlich auch für den oberen Rücken eingesetzt werden. Gerade bei starken Spannungen setze ich gerne auch die tiefere Schale am oberen Rücken, Schulterbereich an. Aber normal ist das eine Schale für den unteren Bereich. Das spürt man auch, dass tiefe Töne eher so den Beckenbereich entsprechen. Dann gibt es noch unterschiedliche Klöppel. Wir haben einmal diesen hier. Das ist ein sehr fester Klöppel, der holt eher die höheren Klänge raus. Und wir haben diesen hier, ein weicher Klöppel. Dann schwingt die Schale tiefer. Also werden die tieferen Töne angesprochen. So kann man sich halt auch durchaus zwei Klöppel zulegen. Dann haben wir hier eine andere Schale, die ein bisschen ähnlich wie die Herzschale aussieht. Aber sie ist dünnwandig, also sie hat keine dicken Wände. Und dadurch hat sie eine stärkere Schwingung. Und dafür ist sie wieder geeignet für Gelenkbereiche, wird auch Gelenkschale genannt, oder Reflexschale wird sie auch genannt, also für die Handreflexzone oder Fußreflexzone, wo man sie auch auflegen kann, geeignet ist, wobei sie natürlich nicht einzelne Fußreflexzonen massiert, aber so generell regt sie auch von den Füßen her, von den Nerven her sehr gut an, genauso von den Händen. Und man kann sie auch für die Aura benutzen, ja, auf Distanz mit ihr arbeiten, weil sie hat, wie gesagt, eine starke Schwingung und die wirkt auch auf einem halben Meter Distanz immer noch das Energiefeld, aber auch körperlich. Und Schalen, mal kurz hier zu der Schale gesagt, Schalen sind ja auch Diagnosemittel. Ja, wenn Schalen aufliegen, die klingen bei jedem anders und die klingen auch an jeder Stelle anders. Wo zum Beispiel eine Spannung ist, wird die Schale dumpfer klingen, nicht so hell, nicht so klar durchschwingen und dadurch merkt man, da ist eine Spannung. Ja? Das kann man sehr schnell an dem Klang erkennen und bei dieser Schale ist es sogar auf Distanz so. Ja? Ich spiele auf Distanz jemand an und die reagiert darauf, ja? Auf den Abstand. Auf einmal klingt es anders, weil hier irgendwo, auch wenn energetisch nur eine Störung ist, aber besonders auch wenn körperlich eine Störung ist. Ja, die Reflexschale, Gelenkschale, oder Universalschale, wie sie genannt wird, für viele Bereiche einsetzbar. Hier haben wir eine sogenannte Kopfschale, die für den oberen Bereich eingesetzt wird. Wird in seltenen Fällen aufgelegt, obwohl man kann es auch aufs dritte Auge, auf die Stirn auflegen. Ist schon möglich, dann wirklich ganz, ganz sanft anschlagen. Aber ansonsten auf Distanz angespielt für drittes Auge oder auch für Sahasrara, fürs Scheitelchakra. Oder allgemein für den Kopfbereich. Kann man gedämpft anspielen mit dem Filzteil. Ich schlage lieber mit dem Holzteil an, weil der Klang ist klarer, reiner und geht mehr durch. Ein weiteres Instrument sind die Zimbeln. Auch für den oberen Bereich, zum Beispiel drittes Auge, kann man wunderbar damit anspielen, sich selbst sogar. Es gibt eine tibetische Meditation, da spielt man die
Zimbeln vor dem dritten Auge an, führst du dann zu den Ohren. Und da ist der ganze Klang im Inneren des Kopfes, füllt den Kopf mit Klang aus. Und da ist nach kurzer Zeit kein Gedanke mehr möglich, weil einfach alles mit Klang ausgefüllt ist. Also eine Möglichkeit, in Meditation zu kommen über diesen Klang. Ansonsten halt beim Partner in der Behandlung anspielen. Sind auch geeignet für die Aura, dass wir die anspielen in der Aura und dann so einzelne Punkte, Spannungspunkte in der Aura rausziehen. Ja? Gibt es auch wie am Körper, gibt es auch in der Aura im Energiefeld Spannungspunkte. Wir knacken die hier und ziehen sie raus. Ja, ist eine Möglichkeit. Klangtherapie ist der Gong, den wir vielfältig einsetzen können. Einmal, wir können über jemand hinwegschwingen mit dem Gong, wir können die Aura damit anspielen und wir können auch vom Fußende her, das ist ein sehr schöner Abschluss an Klangmassage. Wir haben erst mit den Klangschalen massiert und dann vom Fußende her, aber den Körper durchflutet mit den Gongklängen, das putzt noch den letzten Rest an Spannung weg. Deswegen noch sehr, ja, sehr spürsam damit umgehen, kann man schlagen, sanft anscheinend da, einen weichen Klöppel auf jeden Fall, ein harter Klöppel wird zu harte Klänge rauslocken. Ich zeige eine kleine Sequenz mit zwei bzw. drei Schalen, der Beckenschale, der Herzschale und der Kopfschale. In der Regel fangen wir in der Mitte an mit der Beckenschale, erstmal Solar Plexus, beruhigend, zum Ankommen, anspielen. Ich deute das Ganze hier natürlich nur an. Normal bei der Behandlung bleibt man mindestens so 3 Minuten auf einer Stelle, damit die Klänge auch wirklich ankommen. Oder natürlich später nach Gespür, nach Gefühl, wie man selbst wahrnimmt, dass es jetzt angekommen ist. Ja, ich kann die zweite Schale, die Herzschale zunehmen. Ich beginne dann unten, ich fixiere immer, wenn die Schale ein bisschen schräg steht oder wenn es nicht wackelt beim Anschlag, fixiere ich die immer mit leichtem Innendruck. Der einzelnen Schale noch Raum zu geben, damit sie klingen kann und damit sie dann auch nochmal gemeinsam klingen. Ja? Also sich Zeit lassen mit dem Wechsel, nicht zu schnell. Langsamer Wechsel, Beckenschale erstmal ein wenig klingen lassen, dann die Herzschale mit dazu nehmen und dann kommt dieser Zweiklang quasi. Die schlagen wir sanfter an, weil die ist näher an den Ohren und klingt sowieso intensiver, die höheren Töne wirken intensiver und deswegen da sanfter angepasst anspielen. Daraus kann man dann mit der Zeit einen Dreiklang machen und nimmt die Kopfschale noch dazu, die dann besonders sanft anschlagen, weil die ist in der Nähe vom Kopf und hat einen hohen durchdringenden Klang.
Zeigt jetzt eine kleine Behandlung von der Rückseite, wo wir von den Füßen her beginnen. Wir können diese Reflexschale, die ich vorhin zeigte, die dünnbandige Schale auf die Fußsohlen auflegen. Dazu die Füße ein bisschen erhöht hinlegen, eine Rolle drunter oder eine zusammengerollte Decke, damit die Fußsohlen so halbwegs gerade liegen, damit wir hier gut ansetzen können. Natürlich die Schale fixieren von innen her. Und dann werden wir gleich im Wechsel spielen. Die Reflexschale auf den Füßen oder auf einen Fuß natürlich nur und dann die Beckenschale, die auf dem Kreuzband aufsteht, auch sicher steht, anschlagen. So haben wir hier schon eine Verbindung nach oben hin. Es geht hier um die Durchlässigkeit von den Füßen, von den Beinen her zum Rumpf, damit hier eine Verbindung stattfindet und damit hier Spannung abfließen kann und Energie gut durchfließen kann. Darum jetzt hier. Als entscheidend Zeit lassen. Erst lassen wir die Klänge hier durchschwingen durchs Bein und dann übernimmt die Beckenschale und zeigt es weiter nach oben. Zeigst du nur an einer Seite, natürlich gehen wir das andere Bein genauso dran. Nachdem wir beide Beine, beide Füße behandelt haben, in Verbindung mit der Beckenschale, gehen wir weiter nach oben, legen hier die Herzschale auf, zwischen den Schulterblättern zu dem Bereich. Auch da wieder wie bei der Vorderseite sanft anschlagen. Wir können auch den Schulterbereich mit einbeziehen, also Schulterblattbereich, wo oft sehr viel Spannung ist. Entweder mit der Herzschale, noch besser geeignet ist die Gelenkschale. Also hier mitten aufs Schulterblatt auflegen, ein bisschen schräg steht hier, muss man gut fixieren. Und auch hier im Wechsel spielen und leise, wenn das Ohr ist hier direkt neben dran, damit den Liegenden auch fragen, ob es so verträgt. Dasselbe dann später auf der anderen Seite. Ja, das kannst du auch sehen. Den Kopf auf den Nacken behandeln, indem du beide Hände mal unter deinen Stirn legst, den Kopf gerade machst. Dann können wir hier den Nacken aus der Distanz anspielen. Es gibt dann natürlich noch viele, viele andere Möglichkeiten, die lernt man dann in einer Ausbildung oder in einem Seminar. Ich zeige noch kurz mit dem Gong, wie man vom Fußende her dann am Ende mit dem Gong das Ganze schön durchfluten kann. Das wird dann so aussehen.
das will ich nicht länger. Und zum Ausgleich mit dem starken Fingern des Gongs kann man am Ende auch noch die Zimbel nehmen, im Kopfbereich, und hier so auf Distanz im Kopfbereich anschlagen, dann nach oben wegziehen, so die letzte Spannung noch rausziehen hier. Das muss auch nicht mehr wie so dreimal sein, und dann ausklingen lassen. Und dann würden wir den Behandelten zudecken, und er darf noch eine ganze Weile nachholen. Vieles geschieht ja erst im Nachhinein, während der Behandlung auch, aber im Grunde nicht mehr als 50%. Der Rest passiert erst im Nachhinein, dass der Körper das verarbeitet, in der Stille, in der Ruhe. Jetzt zeige ich noch eine Massage mit einer geführten Schale. Wir können gleiten mit der Schale. Das ist jetzt wieder die Reflexschale, die dünnwandige Schale, die halt durch ihre Schwingung schon sehr stark anspricht. Und hier zum Beispiel Iliosakralgelenk gut entspannen kann. Ja, man kann da fast eine richtige Massage andeuten, die man auch vibrieren kann, gleiten auf jeden Fall. Oder auch mal den Druck verändern, mal mehr Druck, mal weniger Druck geben, angepasst. Man muss quasi durch die Schale dann, das lernt man auch im Seminar, durch die Schale spüren, den Körper wahrnehmen, wie man es sonst mit der Hand spürt. Ja? Direkt mit der Hand unmittelbar. Hier ist zwar ein bisschen Metall dazwischen, aber auch dadurch nimmt man immer mehr wahr und arbeitet dann angepasst. Ich zeige es mal, eine kleine Sequenz. Ja, wenn man geschickt ist, kann man sogar bis zum Hüftgelenk runterführen. Das ist möglich. Bisschen Übung. Ja, das gleiche können wir auch oben für die Schulter machen. Ja, das kann man dann die echte Klappenmassage nennen, mit gleitender Schale. Auch das kann man lernen und ist sehr effektvoll. Ja, so wie ich mir die Klangschale nur im kleinen Ausschnitt gezeigt habe, ist natürlich weit breit gefächertes Programm in der Ausbildung. So geht es auch mit den Gongs, wir werden natürlich auch eine Gong-Ausbildung machen innerhalb dieser Ausbildung. Und diesen Gong kann ich nur andeuten, das macht das Mikrofon nicht mit. Ich deute es einfach nur an, wie man den anspielen kann. Man kann ihn in der Mitte anspielen. Da hat man einen sehr tiefen Klang, hat verschiedene Klänge, wenn man weiter außen anschlägt. Oder man kann auch hier, ja, im schnellen Schwingen im Kreis anschlagen. Es gibt viele Möglichkeiten. Also auch das werden wir zeigen. Ist leider aufnahmetechnisch nicht möglich, das hier darzustellen.
Das mit vielen Gongs, das ist jetzt der größte, den wir haben, auch mit den kleineren Gongs, wie man zur Meditation begleiten kann, zu einer Entspannungsreise. Oder auch, wenn man mit kleineren Gongs Asanas begleiten kann, wird ja auch noch ein Thema sein, das Begleiten von Asanas mit Klangschalen. Ist was sehr Eigenes und was sehr Schönes halt. Und das hat eine sehr, sehr große Wirkung. Man kommt tiefer in die Dehnung hinein, man spürt Spannung weniger und kann länger halten. Das hat einen großen Vorteil. Im Moment nachspüren, Unterschied wahrnehmen rechts und links.
Und eine dritte Position mit der Herzschale oder mit der Reflexschale, kann man auch nehmen. Zwischen den Schulterblättern zum Übergang Nacken, so gut wie es geht. Hier wieder sanfter anspielen. Ist nah bei den Ohren. Ja, dann kann es der Übende noch etwas nachwirken lassen. Aber gleich machen wir auch eine Ausgleichbewegung dazu, die wir auch begleiten können. Wir gleiten hier entlang der Wirbelsäule. Unterstützen die Aufrichtung, führen die Schale weit nach oben. Ziehen quasi mit den Klängen dann nach oben. Wir geben dabei nie den Rhythmus vor, wir begleiten nur. Ja? Wir warten den Atem ab.